Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 781. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Wie ihr schon sehen könnt, sind wir immer noch hier im Heißluftballon, denn wir haben keine Raketen mehr gehabt. Ja, wir haben hier unten die 50, aber sonst haben wir halt keine Raketen. Weil wir so oft überall hinfliegen. Deswegen hier unten drunter ist ja meine Gunpowder Farm, tatsächlich genau hier drunter. Und da vorne gehen wir jetzt auch wieder mal gucken, ob wir denn auch jetzt genug Gunpowder wieder haben. Also ich habe hier jetzt relativ lange gestanden. Sollte also funktionieren. Die ist natürlich nicht mehr so effektiv, aber ja, wunderbar. Wunderbärchen. So, ich nehme gar nicht mal alles davon. So viel kann ich gar nicht tragen. Aber wir können natürlich jetzt hier nochmal rausfliegen. Okay. Und zu unserer Scheune fliegen, weil da haben wir natürlich die Papierfarm. Ich weiß auch nicht, warum man das nicht alles an einem Ort macht, aber naja, was soll's. So, dann können wir zumindest hier den Rest schon mal wieder rausnehmen und das mal eben alles vercraften. Dann kommen wir nämlich da auf jeden Fall schon mal weiter und haben... Oh, es passt perfekt. Geil. Das ist doch mal was. Dann packe ich die anderen Raketen nochmal kurz hier rein. Nimm mir nochmal ein bisschen von dem Sugarcane. Und dann vercraften wir das nochmal. Und dann vercraften wir das nochmal. Na komm, mach hin. So und so. Vielleicht packen wir die anderen Raketen auch noch vorher hier weg. Dann haben wir auch mehr Platz. Wäre ganz clever. So, wunderschön. Und dann gibt mir noch... Reicht das? Wie viel kriegt man da raus? Mit man drei. Dann brauche ich nochmal drei. Und dann... Ah, fuck, wir haben noch... Naja, ich habe auf die Raketen geguckt und nicht hier aufs Gunpowder. Ist egal. Ist egal, ist egal. Dann mache ich das hier einfach auch noch zu Papier und dann können wir das hier wieder reintun. Davon nehme ich mir jetzt ein paar mit, damit wir die gleich in eine der ganzen Schalker-Chests tun können. Weil hier immer reingehen ist ja scheiße. Ne? Das dauert ja 8 Jahre. Wenn ich mich noch richtig dran erinnern kann, sollten 2 der Schalker-Chests hier vorne stehen. Und das tun sie auch. Wunderbarchen. Okay, nehmen wir einfach die. Ist ja egal. Obwohl wir gleich jetzt auch mal das Weizen wieder mitnehmen können. Das muss natürlich noch wegsortiert werden, ne? Wir wollen ja hier auch alles schön ordentlich haben, sagte er. Dabei ist hier, glaube ich, keine einzige Kiste geordnet. Zumindest nicht komplett. Aber egal. Wir bräuchten eigentlich so ein System, das gibt es ja auch, wo du einfach die Schalker-Chests ungeordnet reintust und der dir alles in die richtigen Kisten wegsortiert. Das geht, das ist wohl, meine ich, sehr schwer. Und für jemanden mit meinen Redstone-Kenntnissen ist es, glaube ich, unmöglich. Aber es würde gehen. Es würde. So, hier kommt das ganze Heu. Und dann sind wir das auch los. Nehmen wir hier noch den Staggerino weg. So und so. Guck dich das an. Packen wir den hier auch noch hier rein. Weil die Kiste ist übrigens gekühlt. Da werden die Brote nicht schlecht. Wissen viele nicht, deswegen sage ich es mal. Gehst du da bitte weg? Wo ist eigentlich unser Horn schon wieder? Keine Ahnung. So. Gut. Das hätten wir. Jetzt können wir endlich wieder richtig fliegen. Da hinten haben wir in der letzten Folge sehr viel ausgeleuchtet, während ich so einen kleinen Baby-Rant gemacht habe. Nicht, dass er so klein war, sondern es ging legit über Babys, falls ihr die Folge nicht gesehen habt. Und, oh, okay, die Schneeschmelze hat angefangen. Ja, der ist jetzt noch entstellter, als er vorher war. Okay, Ja, der wird jetzt langsam aber sicher dahin gerafft. Vom alten Lorenz. Ja, das sieht nicht mehr schön aus. Ich meine, der sah auch vorher nicht schön aus. Aber jetzt sieht er wirklich... Ja, gut. Will ich mir nicht weiter angucken. So, wir werden jetzt, denke ich, vorausgesetzt, ich hätte Cobblestone dabei. Wir haben, glaube ich, auch gar keinen Cobblestone mehr, oder? Ich wollte ja eigentlich weiter mit dem Layout machen. Wir haben aber, glaube ich, keinen Cobblestone. Bedeutet, wir müssen erst nochmal in unseren altbewährten Steinbruch. Weiß immer noch nicht, warum ich den so genannt habe, aber so heißt er. So.
Und ja, der Berg muss irgendwann auch nochmal weitergemacht werden. Ich weiß. Ich will aber nicht. So, weiter geht's. Holen wir uns hier einfach, weiß ich nicht, 2, 3 Stacks. Das geht ja recht schnell. Lass mich hier trotzdem noch ausleuchten. Nicht, dass hier was spawnt. Auch wenn, irgendwie habe ich es geschafft, dass nichts mehr spawnt. Auch in den dunklen Gefilden. Weil ich meine, klar, wir haben draußen nur tagsüber, aber in Höhlen sollte ja trotzdem noch Sachen spawnen. Aber auch das passiert nicht. Deswegen, ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ich hoffe, unsere Eisenfarm funktioniert noch. Wir haben eine Eisenfarm. Wir haben eine Eisenfarm und ich frage mich die ganze Zeit, wie wir das Eisen zusammenkriegen sollen. Für den fucking Beacon. Was ist denn mit mir los? Wir haben eine Eisenfarm. Oh Gott, das ist da, also das ist ja peinlich. Das ist ja wirklich mal peinlich. Da müssen wir gleich auf jeden Fall mal vorbeifliegen. Ja, wird wahrscheinlich nichts drin sein, weil wir da auch nie sind. Aber ja, selbst wenn da ein Eisen drin wäre, wäre ja schon mal gut. Dann würde ich mich da vielleicht mal zwischen dieser und der nächsten Folge reinstellen, dass das vielleicht mal ein bisschen was bringt. Vorausgesetzt, Hans Willi, unser Zombie, ist noch da. Wenn nicht, wäre scheiße. Das wäre sehr, sehr scheiße. Ja, müssen wir mal gucken. So, wie viel habe ich? Ja, 2,5 Stacks. Machen wir hier noch die Ecke hier weg. Sieht auch ein bisschen schöner aus. Ich dürfte eigentlich nicht so nah dran gehen an den Block, den ich gerade jeweils abbaue, weil hier könnte auch ein Loch sein, dann falle ich hier erstmal 100 Blöcke tief. Okay, vielleicht nicht 100 Blöcke, aber... Ah, 2 zu viel. Aber schon einige Blöcke. So, wo ist die Eisenfarm? Da hinten. Ich musste mich gerade echt erstmal fragen, wo die ist. Ich habe die selber gebaut und dafür ist dieses komplette Ding hier ja auch entstanden. Aber trotzdem wusste ich es gerade nicht mehr auswendig. So, erwartet bitte nicht zu viel. Da wird wahrscheinlich nicht ein einziges Eisen drin sein. Und zack. Ja. Gut. Ich guck mal ganz kurz. Wir gehen einmal in den Spectator. Der Zombie ist noch da. Hans Willigert ist hier. Und die sind auch hier. Warum spawnt dann hier nix? Hier, Aziz? What shell that? Weiß es nicht. Okay. Ja, werde ich mich einfach mal zwischen den Folgen hinstellen. Vielleicht bringt das ja was. Ich weiß nicht, wieso da nix spawnt. Eigentlich müssten oben in der Kammer die ganze Zeit Eisengolems spawnen, dann verbrennen und in die Lava und dann halt Eisen droppen. Dafür habe ich das Ding ja auch so gebaut. Aber scheinbar hat Minecraft andere Pläne. Ich weiß nicht, ob es an 1.19 liegt, aber ich glaube, wir haben das danach erst gebaut. Aber das weiß ich nicht. Nee, ja, oder? Da bin ich mir auf jeden Fall nicht sicher. Also kann sein, kann auch nicht sein. So, pass auf. Wir machen jetzt erstmal hier hinten noch diesen Halbkreis für den neuen Leuchtturm, der anders wird als der Leuchtturm. Aber das finde ich sogar cool, weil man beide Leuchttürme von hier sehen kann. So, pass auf. Wie groß soll's werden? Sollen wir so machen? 5, 3, 5, 3, 5. Mann, es war so klar, dass das nicht komplett klappt. Junge! So. Und so. Wir können ja nach oben hin noch ein bisschen schmaler werden, aber dass der Fuß erstmal so breit ist, dann kann man hier trotzdem komplett draußen rumlaufen. Vielleicht hier machen wir es hier noch ein bisschen breiter. Oh, das, ey, in meiner Vorstellung sieht das hier alles so geil aus, ne? Es sieht tatsächlich auch gar nicht nach Minecraft aus, sondern irgendwie nach so einem Anime oder nach so Pokémon. Ich bin auch echt enttäuscht von dem scheiß neuen Pokémon. Ich hätte so Bock gehabt, mir das zu kaufen, aber alles, was ich davon gesehen habe, hat mir gesagt, kauf es nicht. Ja, habe ich auch nicht. Aber hätte ich gerne. So, pass auf. Wie machen wir die Abgrenzung für den Park, der hier hin soll? Dieser Küstenpark. Wir können das eigentlich bis hier vorne irgendwie so durchziehen. Warte, dann machen wir es anders. Dann machen wir die 3 lang. Dann ist das 3, das 3, das 3. Das 3, das 3. Wie viel lassen wir hier offen? Ich finde es eigentlich ganz cool,
Wenn es halt so ein bisschen zuer wird und das sich danach wieder öffnet und man dann auf diesen riesen Leuchtturm drauf guckt. Deswegen vielleicht nochmal so. Das ist aber auch das höchste der Gefühle. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier auf der anderen Seite wirklich, gehen wir bis zur Mauer. Also hier kommt ja das Wasser, geht ja hier durch, ne? Es wird ja da hochgepumpt, geht hier dann lang und geht dann da hinten ins Meer. Also würde ich hier vielleicht maximal 3 Blöcke lassen und dann 3 einfach komplett gerade durchgehen. So, wie weit sind wir da reingegangen? Es muss ja auch nicht komplett gerade sein, ne? Also wir können ja jetzt auch einfach so machen. Und dann langsam aber sicher uns nach da vorne bahnen. Weil, warum sollte ein Park ein absolut perfektes Rechteck sein? Wir sind ja hier nicht in Manhattan. Wo alles ein, fast alles ein perfektes Rechteck ist. Das muss bei uns ja nicht sein. So. Not bad, aber hier die paar Stufen sind zu klein und die da hinten sind zu groß. Das soll, wenn schon, dann auch ein bisschen gleichmäßiger sein. So, machen wir das hier wieder weg. Ich habe gestern übrigens nochmal, frag mich nicht wieso, beziehungsweise gestern, vorgestern, so die letzten Tage, die Star Wars Sequels geguckt, 7, 8, 9. Wie gesagt, frag mich nicht wieso. Und ich muss wirklich sagen, eine 9 ist so eine Scheiße. Ich habe wirklich bei der Hälfte ausgemacht und habe gesagt, das reicht mir für heute und habe das am nächsten Tag weitergeguckt, weil es so ein Kack ist. Ich weiß wirklich, also die den Film gemacht haben, die haben keine Ahnung von Star Wars. Wirklich nicht. Da passieren Sachen, die sind unmöglich. Es ist wirklich eine Schande, was die da gemacht haben. Wirklich eine Schande. Aber gut. Was willst du machen, ne? Man könnte es einfach zu Nicht-Kanon erklären, dann wären alle happy, aber das wird Disney ja nicht machen. Leider. So, pass auf, wie wäre es, wenn wir hier diese beiden Häuser machen und dann oben drüber eine Brücke? Das werde ich auch einmal symbolisieren. Ach, wenn, ja doch, dann machen wir den noch breiter. Gehen wir einfach hier so rüber. Das ist nur, damit wir das wissen. Das ist keinesfalls so, dass das bleibt. Keine Sorge. Und dann würde ich vielleicht sagen, gehen wir noch bis hier. Und gehen dann auf der Höhe, wo auch die Wand ist, wieder zurück. So. Wunderbärchen. Und... Nee. Scheiß Fackel. Nee! So. Wie breit ist das hier? 3, 4, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Dann ziehen wir das auch wieder bis hier vorne. Hier können wir diese kleine Gasse lassen. Das ist ja nicht schlimm. Da muss ja eigentlich keiner durch. Und dann ziehe ich das noch nach hier. Und dann haben wir allen suggeriert, dass wir hier eine Bridge bauen wollen. Ich weiß nicht, warum ich so komisch rede. Ich habe keinen Cobblestone. Okay, ja. Das ist doch ganz gut, würde ich sagen. Nehmen wir schon mal den nächsten Stack, weil für den Weg zum Lagerraum, wo, glaube ich, gar kein Cobblestone mehr ist, und zurück, werde ich nicht genug haben. Was ist hier in der Kiste noch? Hahaha, okay. Es ist auch manchmal gut, wenn man keine Ordnung hat. Dann wird man nämlich immer positiv überrascht, wenn man doch Sachen findet, die man braucht. Ich muss hier den Beacon auch nochmal abreißen, weil der ist halt, eigentlich ist der nur im Weg. Wenn man ganz ehrlich ist, ist der nur im Weg. So, pass auf, dann machen wir hier wieder 3 breit. Und hier müssen wir halt ein bisschen mehr in die Richtung gehen, deswegen würde ich das vielleicht sogar nach hier ziehen. Dann kommt das hier halt ein bisschen weiter nach draußen, aber das ist ja gar nicht schlimm. Ziehen wir das bis hier, trotzdem auf dieselbe Höhe wie das alte. Und streng genommen muss ich das ja dann schon so bauen, dass man das bis hier nur noch hat. Weil dann wird das halt wieder ein etwas größeres Haus, aber das ist ja auch nicht verkehrt, sag ich mal. Hier wird es dann halt relativ breit. Man könnte hier dieses Haus auch noch schräg machen. Also dieses Haus schräg machen. Warte, wie viele Blöcke haben wir? Wir haben 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 ist natürlich eine scheiß Länge. Dann machen wir einfach hier den. Machen wir die 5 einen weiter raus. Als die 5. Und dann logischerweise die 5 einen weiter nach hier. Als die 5. Dann ist das so ein bisschen schräg. Geht hier hinten noch ein bisschen zumindest näher zusammen. Und schließt auch hiermit tatsächlich ab. Das ist geil. Dann kommt hier natürlich jetzt demnächst noch ein Haus hin. Dafür werde ich das Ding natürlich wieder abreißen müssen. Aber es steht da ja eigentlich eh nur, damit wir uns das mal vorstellen können, wie viel wir haben und so weiter. Ich denke, es fehlt noch ungefähr so ein Stack. Und dann werden wir hier das noch mit Häusern füllen. Und dann da hinten noch. Aber das, obwohl, nee, warte mal, pass auf. Das ist ja eigentlich eine super Grenze. Dann könnte man das nutzen, dass man diesen Teil da noch, der da auch so platt ist, schon reinfadet in den ganzen Bereich, wo es halt dann mehr um Landwirtschaft geht. Aber dazu werden wir alles noch kommen. Kommt Zeit, kommt Gelegenheit. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen. Sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.